Flashback. Sieh mal, der Brunnen. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, tiefer würde nie kommen und mir wurde ein wenig kalt. Entschuldige die Verspätung. Du hast gesagt, du wolltest über etwas reden. Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier nach Midgar. Alle Jungen verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Wie alt ist der da? Ich möchte bei Soldat eintreten. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth. Ist es schwer, Soldat beizutreten? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hier zurückkommen. Hä? Hat sie jetzt gelacht oder was? Falls du gut bist, kommst du in die Zeitung. Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns kein Versprechen ab? Falls du je berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, dann kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. Okay, ich verspreche es. Wuhu. Eine Sternschnuppe. Jetzt weiß du es wieder. Stimmt, ohne unser Versprechen. Ich bin kein Held. Ich bin nicht berühmt. Ich kann es nicht halten, das Versprechen. Aber dein Kindheitstraum ist noch nicht ist doch Wirklichkeit geworden. Du bist bei Soldat eingetreten. Also dann, du musst dein Versprechen halten. Yeah, er ist richtig stinkig wütend. Er klettert auch und nimmt nicht mehr auf zu. Warte mal kurz, du super toller Soldat. Versprochen ist versprochen, hier. Hat er es gerade mit dem Gewehrarm geworfen? Geld vom Barrel erhalten, 1500 Gil. Das ist mein Lohn? Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mache ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Das Geld ist für Marlenes Ausbildung bestimmt. 2000. Danke, Cloud. Woho. Na, die Heilmusik hat was. Ich schätze mal, das ist irgendwie Heilmusik, die Übernachtungsmusik. Wie man es nennen will. Okay, wir pennen im Keller.
in der Ecke. Wie ein Hund. Was zur Hölle? Und die Musik hat sich verändert. Kann man da auch gegen boxen? Nee, aber da unten in der Ecke liegen noch Hanteln. Hm. Mal sehen, was haben die hier eigentlich? Ich habe mir das gar nicht so genau angesehen. Naja. Fahren wir mal nach oben. So. Jetzt sind wir, glaube ich, schon fast da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aha. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barrett hat geschnarcht. Natürlich, neben dir. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich gehe diesmal. Und Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Begib dich zuerst zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Hey Cloud. Vor der nächsten Tour muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Substanzen umgeht. Ich gebe dir die Substanz, die du gefunden hast. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Okay, das habe ich... Okay, ich erkläre es, weil ich weiß das inzwischen auch nicht mehr. Anleitung. Okay, ich werde es erklären, wie Substanzen wirken. Öffne zuerst das Menü. Du kennst ja die Grundfunktion. Wenn du die Dreieckstaste drückst, öffnet sich das Menü. Mit dem Richtungstasten kannst du den Cursor bewegen. Ja. Schön. Die einzelnen Menüs kannst du mit der OK-Taste auswählen. Wenn du das Menü verlassen möchtest, drückst du die Abbrechen-Taste, also die X-Taste. Siehst du, nun geht's weiter. Nun befindest du dich in diesem Menü. Wähle jetzt den Menüpunkt Substanz. Wähle nun, wer die Substanz verwenden soll. Sieh dir nun diese Waffe an. Das Meisterschwert. Jede Waffe und jedes Rüstungsobjekt hat Schächte. Du musst auswählen, in welchen Schacht die Substanz gefüllt werden soll. Wähle nun die Substanz aus, die du verwenden willst. Ja, ist nur eine da und ich krieg grad Schluck auf. Warum? Dies ist die heilende Substanz. Wenn du erfahren willst, wie sie wirkt, setzt du den Cursor auf die Marke und drückst die OK-Taste. So wählst du auch Schlachtbefehle aus. Setz den Cursor auf Zaubern. Heilung. Und du siehst, dass sich der verfügbare Zauber vermehrt. Achso. Das ist allen möglichen Zauber, die man haben kann. Nur verwendest du einen neuen Heilzauber. Das ist alles zum Aufnehmen von Substanzen. Siehst du, das war nun wirklich nicht schwer. Wenn du Substanzen entfernen willst, setzt den Cursor auf den Substanzenschacht und drückst die Dreiecktaste. Ups, okay. Nun, auf eines musst du achten. Jedes Mal, wenn du Substanzen aufnimmst, ändert sich dein Zustand. Aha. Bestimmte Teile von dir werden stärker und andere werden schwächer. Aha. Normalerweise erhöht sich deine Zauberkraft, wenn du Zaubersubstanzen aufnimmst. Aber deine Körperkraft verringert sich. Substanzen sind also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite des Bildschirms kannst du sehen, welche Wirkung die Substanz hat. In dem Fall minus 0,1 Stärke und plus 0,1 Zauber. Minus HP und plus MP. Mhm. Welche Wirkung? Ja.
Du solltest es mit den Zaubersubstanzen nicht übertreiben. Probier verschiedene Sachen aus. Die Abbrechen-Taste schließt das Untermenü. Okay. Okay, das war's. Später werde ich dir noch ein paar detailliertere Tipps geben. Was soll dieser Blödsinn von wegen? Das war ja nun wirklich nicht schwer. Keine Ahnung. Gut, also du übernimmst die Substanzen. Substanzsystem, Menü aufrufen und Substanz auswählen und Substanz bereitstellt. Cloud, ich habe eine Nachricht von einem Waffenhändler, von dem Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben, vergiss es nicht. Okay. Marlene, du passt auf den Laden auf. Während wir weg sind. Klar. Geht in Ordnung, viel Glück. Klar, sind wieder in mich reingegangen. Yay. Wir geben mal Substanzen. Du kannst doch hier... Du wirst mal unsere Heilerin fürs Erste. Das war Fail. Die Abbrechen-Taste, die da. Okay, lalala. So. Ich nehme heute verdammt viel auf, merke ich gerade. Und ich habe auch nicht vor, Schluss zu machen gerade. Was ist hier drin? Wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist bald Schluss mit dem Laden. In so einem Slum kann man einfach keine wirklich guten Medikamente verkaufen. Oh, sieh einer an. Da kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir kaufen. Okay, was verkaufst du denn? Tränke, Phönixfedern... Feuersubstanz, Eissubstanz, Blitzsubstanz und eine wichtige Herstellungssubstanz. Ich hole mir mal eine Feuersubstanz. Phönixfedern sind zu teuer. Ich lasse es erstmal bei der Feuersubstanz bleiben. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen könnte? Warum kann ich die nicht verkaufen? Okay, lassen wir es bei der Feuersubstanz. Nein. Das war Fail. Zurück. So. Und raus hier. So. Dann laufen wir jetzt mal Nein, hier unten rein. Da rein. Was tut der Waffenhändler? Hey, einen Augenblick mal. Lass dir nicht rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Okay. Was hast du denn? Eisenreif, Sturmgewehr, Granate, Eisenreif. Machen wir mal 3. Aber für jeden eins, ne? 3. Gut, die Granaten kann man, glaube ich, auch im Kampf benutzen. Moment, Menü, da war Menü. Ausrüstung, Cloud. Hat einen Bronzereif. Kann ich, ja. So, kriegen die alle hier den Eisenreif. So. Zurück. Wir gehen mal hoch. Lululu. Ist hier drin?